So, moin moin und grüß Gott. So, von der Messe Düsseldorf bei Venext am Stand. Hier das Sondermodell, der Alra T6. Super cool, Deltafelgen, Trittbrett. Schöne, natürlich 4Motion, gibt es auch mit Sperre, wie man es kennt. Vom Innenraum her, Induktionsfeld etc., Dometic Kühlschublade. Da gibt es also nicht wirklich was Neues, nur der Style ist natürlich hier ganz anders. Gibt natürlich auch noch ein paar normale Modelle, Allrad, Frontantrieb und so weiter in auch verschiedenen Farben. Hier haben wir nochmal in Schwarz. Hier die Drive Dressy, Bezüge über der Bank. Natürlich alles Geschmackssache, auch nicht wirklich neu, aber hier so mit den schwarzen Alufelgen und so ziemlich gut. Sonderpreis. Bisschen aufgepimpt. So, dann gehen wir hier mal lang. Und dann kommen wir zu den ganzen Neuerungen beim Ford. Also hier vorne der erste Active in Grey Matter. Also mal abgesehen jetzt von Bügel etc. haben wir hier einen anderen Grill. Wir haben andere schwarze Applikationen. Radläufe, die Felgen sind jetzt ein Extra. Auch hier unten diese Leiste. Das ist jetzt nicht das, worauf es ankommt. Natürlich andere Sitze. So Lederstoff haben wir hier. Hey Tobi, was guckst du so? Dann haben wir hier den neuen Boden. Also hier ein Motorradpaket. War bislang ja leider auch nicht sichtbar. Auch sehr cool. Hier muss ich mal einmal rübergehen. Haben wir auch zum ersten Mal den Einzelsitz richtig sichtbar. Dann haben wir hier den Magnetic. Auch hier schon mal alles mit dem Verdunklungsset, was es bislang ja auch noch nicht gab. Auch mit dem anderen neuen dunkleren Boden. Wir haben hier unterschiedliche Taschensysteme, das ist auch neu. Gibt es einmal von Busbox und einmal hier von dem von der Firma Felleisen. Optisch gefällt mir das von Venex Original ein bisschen besser, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, das ist der standardmäßige Ausbau, wie wir ihn kennen. Hier kommen wir zu dem Venext als Siebensitzer mit dem hellen Boden. Zwei Einzelsitze vorne und hinten die Dreierbank. Das heißt, da habe ich natürlich keinen Platz mehr für richtig große Module. Da gibt es dann solche Sachen wie da zu sehen, die man quasi neben die breite Sitzbank bzw. die Einzelsitze stellen kann. Das ist aber quasi nur eine Notlösung, wie ich finde. Hier haben wir auch kein Aufstelldach. Aber ansonsten hier sieht man auch noch mal Verdunklungsset etc. So, hier haben wir noch mal eine Straßenversion. Hier gibt es zum Beispiel zum ersten Mal sichtbar das Fliegengitter, was hier von innen einfach ins Fenster gehängt wird. Für die Schiebetüren wird es was geben, was ich aber im Moment noch nicht zeigen kann. Hier kann man sehr schön sehen, die Busbox-Systeme. Dadurch, dass wir ja keinen großen, hohen Heckschrank mehr haben gegenüber dem Bus, ist das eine coole Sache, zumindest auch rausnehmbar. Das heißt, die kann ich natürlich auch zu Hause befüllen oder mitnehmen. Genauso hier für die Rückenlehnen gibt es auch. Wir haben jetzt auch eine Leiter fürs Aufstelldach. Die muss man natürlich auch immer irgendwo verstauen. Ja, dann kommen wir hier zu einem, wie ich finde, echt einen guten alternativen Ausbau oder Nutzung. Das heißt, wenn einer unten eine breite Sitzbank möchte und somit auch ein breites Bett haben möchte, dann kann er natürlich links keine Module mehr einstellen. Das heißt, da bleibt dann, wenn man ihn wirklich als Camper benutzen will, nur noch der Auszug. Und der ist, finde ich, ziemlich gut gelungen. Das von Camper Maker.
Da hat man echt viel Stauraum. Man hat die Spüle, man hat hier eine Außendusche mit integriert. Man hat hier eine Kompressorkühlbox, alles auch schön mit diesem Bambus. Dieses kleine Taschensystem. Dann hat man hier schön verstaut auch einen zweiflammigen Gasgrill. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den mit einer Hand aufbekomme. Ja, doch. So sieht er aus. Alles echt schick. Und einfach wieder gut zum Verstauen. Hat man hier auch nochmal darunter Stauraum. Hat hier hinter kann man nochmal ein kleines Fach nutzen. Ja, eine schöne Spüle, wie ich finde. Hier kann man von der Seite auch noch reingreifen. Hier hat man den Frischwassertank und gleichzeitig ein Schneidebrett, wenn man das möchte. Hier hinter hat man dann den Frischwassertank. Also das ist eine coole Sache, ist nicht ganz billig. Also in der Ausstattung, wie man sie jetzt hier hat, liegen wir dafür bei 5.500 Euro. Das ist ein Wort, ist aber wirklich toll verarbeitet, macht Sinn und nutzt den Raum im Grunde unter der Bank voll aus. Anders als bei der anderen Konstruktion, wenn wir dieses Multiflexboard haben, haben wir hier einen festen Korpus, wo die Küche drunter fährt und nehmen dann quasi erst den Topper. Hier ist es nochmal ein bisschen anders. Hier hat man eine schmale Bank genommen und hier seitlich noch was kreiert. Das kann man auch machen oder man nimmt eben die breite Bank. Also alle Varianten sind möglich. Ja, also insgesamt rundet sich das Ganze jetzt hier wirklich ab. Wir hatten ja bislang immer nur davon erzählen können. Nun können wir es endlich auch zeigen. Das ist natürlich echt wichtig, weil man dann natürlich sein Fahrzeug viel besser planen kann, wenn man dann ein Bild vor Augen hat. Selbst im Konfigurator ist zumindest im Moment noch nicht alles wirklich abgebildet. Aber man sieht schon, die Palette der Möglichkeiten bei Vanext wachsen ständig. Farbwahl, kann man hier einen guten Überblick, Gray Matter, Magnetic, Weiß, das Rot, jetzt wird es noch das Schwarz geben. Und dann wird es ja auch den Plug-in geben, der irgendwie an die 100 Kilometer elektrische Reichweite haben soll. Dann wird es einen vollelektrischen geben. Dann haben wir natürlich die beiden Diesel, 170 PS Allrad und den 136 PS Fronttriebler. Ja, also das kurz als News von der Messe. In unseren Showrooms werden die Sachen natürlich demnächst auch zu sehen sein. Aber das wird mit Sicherheit noch ein paar Tage dauern. Also, bis dann. Schöne Grüße von der Messe. Bis dann. Ciao, ciao.